Oh nein, aber der ist schlecht. Aus dem kann ich... Na, aus dem mache ich jetzt keinen guten. Jawohl. Ich könnte die Organe von ihm natürlich verbessern. Es wäre eine Option. Ja, dann nicht hier das. Die hier will ich weggeben. Ja, okay. Gucken wir mal, was er für schlechte Organe hat. Okay, er hat 4 rote. Ich will die alle loswerden. Das bedeutet... Das Hirn... Natürlich hatte ich jetzt einen Ärztefusch. Dann kann er sein Hirn wieder haben. Dann will ich es auch nicht mehr. Dich verbrennen wir. Okay, der ist wirklich weg. Er hätte ja sein können, dass er noch da ist. Okay, reden wir mal mit Lächler. Hey Wärter, warum ist es plötzlich so still? Wo ist der ganze Lärm und der Spaß hin? Wo ist Ulrich? Also, es gibt ein paar Probleme. Ha, lass mich raten. Er ist weggelaufen und hat sich nicht mal verabschiedet. Woher weißt du das? Ich weiß nicht, wie man das nennt. Oh, genau. Intuition. Hör mal, Lächler. Ich habe darüber nachgedacht, was mit dir geschehen ist. Ich würde dir gern mit deiner derzeitigen Situation helfen. Du kannst doch nicht für immer so bleiben. Das kann ich wirklich nicht, aber ich habe keinen Grund, irgendwas anderes zu tun. Schau, ich bin Professor um nichts tun, haha. Anscheinend ist der fehlende Teil des Buches das einzige, was deine Fragen beantworten kann. Und die einzige Person, die etwas darüber weiß, ist Schlange. Wärter, kannst du mich nicht hören? Der verlorene Teil des verlorenen Tagebuchs. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn ich Schlange deswegen befrage. Ja, geh, Wärter, du schaffst es, haha. Okay, frag nach Ulrichs Verschwinden. Lächer, keiner von uns weiß, wo Ulrich steckt. Weißt du mehr darüber? Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Oh, ich weiß nicht, ich versuche mich zu erinnern. Ach ja, eine Sache war da. Eines Nachts kurz vor seinem Verschwinden hörte ich Schreie aus seinem Raum. Und was hast du gehört? Oh, das war nicht einfach zu verstehen. Er bat jemanden zurückzukommen und sagte irgendwas über Einsamkeiten, dass er sich verloren habe. Vielleicht war es nur ein Albtraum. Warum hast du mir denn nicht vorher erzählt? Warum sollte ich? Ich wusste ja nicht, dass das wichtig ist. Das ist so traurig. Ich glaube, die Behandlung hat ihm das angetan. Danke, Lächler. Ich glaube auch nicht, dass das ziemlich schlau war, mit dem Ganzen hier rumzuspielen, ohne zu wissen, was man genau macht. Ich meine, hier geht es ja um Seelen und alles. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, mit Seelen zu spielen. Auch in Spielen nicht. Okay, ich habe zu lange gebraucht. Es ist ja schon dunkel. Okay, zuallererst zerstöre ich das, weil ich es nicht brauche. Und jetzt, wo es dunkel ist. Was mache ich da am besten? Das ist eine gute Frage. Was mache ich da jetzt am besten? Jetzt kann ich nicht mit der Frau reden. So komme ich da nicht weiter. Und für den Astrologen muss ich da oben in die Burg. Eine Zeremonie. Ja, das weiß ich nicht, wie das machen soll. Ich könnte einen Dungeon ein bisschen erkunden. Bekomme eine Liebesgeschichte von höchster Qualität. Na, der Bücher schreiben.
Nein, das wird schon nicht sein. Okay, was kann ich jetzt wirklich als... als nächstes machen? Ja, stimmt, im nördlichen Wald nach dem Dolch kann ich suchen. Die Aufgabe habe ich ja auch noch. Okay, hier ist unser guter alter Wald. Okay, mal sehen, ob ich hier irgendwo diesen Dolch finde. Ich frage mich, ob der offensichtlich ist oder schwer zu finden. Coco legt ein Stück rohes Fleisch auf den Boden und pfeift dann. Ein alter Falke mit einem gebrochenen Flügel kommt aus dem Gebüsch gehüpft. Er beginnt, die Fleischstücke hinunterzuwürgen. Coco lächelt freundlich. Coco hält ein Sandwich vor und beginnt es zu essen. Bevor er fertig ist, wirft er die Hälfte dem Falken hin. Okay. Nebenbei, wo könnte hier der Dolch sein? Nicht, dass ich jetzt die ganzen Bäume fällen muss, bis ich das finde, falls ich das kann. Viele Schwerter und Rüstung umringen Coco und Schlange. Die beiden sind in einer lebhaften Diskussion verwickelt. Eine Gruppe von Roma kommt mit Messern bewaffnet vorbei. Coco rennt davon. Schlange und der Roma-Baron schütteln die Hände. Schlange geht mit einem Teil der Sachen, die Roma nehmen den Rest. Okay. Warte, wer bist du denn? Hm, merkwürdig. Er war doch genau hier. Ich habe ihn in den Stumpf gesteckt. Wovon redest du da? Ich habe mich entschieden, einen Nachfolger zu erwähnen. So wie wir es damals gemacht haben. Nur ein würdiger Roma kann den Dolch aus dem verzauberten Baumstumpf herausziehen. Gestern habe ich hier in diesem Sumpf einen Dolch gefunden und den Spruch gelesen. Und jetzt ist er fort. Hm, war da gestern sonst noch jemand bei dir? Vier Roma und der Holzfäller und dieser Ingenieur, Cory. Ah, das ist der... das ist der Roma-Baron, okay. Okay, dann gucken wir erstmal, was unser Hexenauge hier noch sagt. Die Oberbefehlshaber und einige Soldaten hier, Bergweste waren hier. Der Oberbefehlshaber hat ein Urteil verkündigt. Und dann haben sie jemanden erhängt, Jorik. So ist er also gestorben. Was zur Hölle? Nein, sie haben zwei Joriks erhängt. Jorik hatte einen Zwillingsbruder. Okay. Das ist interessant zu wissen. Wegen dem Dolch. Hey, wie geht's denn so? Klasse, ich bin hier viel glücklicher als in unseren langweiligen Riesenluxushütte. 50 Klimmzüge und ein Borgensandwich. Und du bist der König der Welt. 50 Klimmzüge, hm. Da hast du bestimmt auch ganz einfach den Dolch herausziehen können, richtig? Ha, ich habe eine ganze Stunde bei diesem Sumpf verschwendet und hatte kein Glück, wie schade. Okay, nebenbei, komme ich da mittlerweile nach oben? Was ist, was Coco betrifft? Ich muss mit Coco reden. Ich kann dich nicht reinlassen. Aber du kannst ihn außerhalb der Festung treffen. Jede Nacht geht er in den Wald im Westen, nicht weit von hier.
Niemand braucht mehr die Burgfeste, aber irgendwie müssen wir über die Runden kommen. Dieser Pfad führt zur Burgweste, der Weg ist versperrt. Weißt du, hast recht, ich glaube, ich habe noch Tinte in meinem Regal. Das habe ich komplett vergessen. Stimmt, da muss ich mal nachgucken gleich. Okay, was haben wir hier? Ein junger Astrologe und ein Roman küssen sich schnell. Darum geht er fort. Der Roma-Baron erscheint. Er schubst die Frau beiseite, zieht ein Messer und rennt dem Astrologen hinterher. Die junge Roma ruft etwas und zeigt auf ihren Bauch. Dann reißt er ihre Halskette vom Hals und ohrfeigt sie. Sie fällt hin und weint. Okay. Naja, du hast recht, das habe ich gemacht. Ich habe die Flaschen, glaube ich, nie benutzt. Frage nach Esmeralda. Kannst du mir von deiner Schwester Esmeralda erzählen? Wo ist sie jetzt? Du bist der Freund des Inquisitors. Ich erzähle dir von meiner Schwester unter einer Bedingung. Die Wache des Inquisitors haben eine Freundin geraubt. Sie erwartet noch ihren Prozess, also wird sie vielleicht freigelassen. Bitte deinen Freund, den Inquisitor, sie freizulassen. Dann erzähle ich dir alles, was ich weiß. Er ist nicht mein Freund, aber ich versuche es. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bringt mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Okay, Silber, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Okay, er ist nicht mehr da. Ich glaube nicht, dass ich die Silbernen bei ihm kaufen konnte. Und nebenbei, perfekt, der Inquisitor ist heute sogar da. So kann ich den gleich fragen. Ja, aber erstmal gehe ich zur Kuh. Erstmal gehe ich zur Kuh. Also eher zur Bauerin mit ihrer Kuh, aber ich will wissen, ob das mit der Asche jetzt passt. Ob es das jetzt wirklich war oder ich irgendwas anders suchen muss, was so aussieht. Okay, nein, das passt. Ich bin bereit, die Kuh zu waschen. Oh, vielen Dank, Wärter. Du hast uns gerettet. Ich hoffe, unsere liebe Kuh beruhigt sich bald wieder. Ein bisschen leckeres Gras und sie ist wieder die Alte. Vielleicht hast du recht. Also, es gibt noch mehr Aufgaben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Was gibt es da noch für Aufgaben für uns? Dann frage ich erstmal nach Aufgaben und dann gehe ich zum Inquisitor. Der Kuh und der Laterne geht es wieder gut. Geht es hoffentlich wieder gut. Gut gemacht, das heißt, dass wir allen Dorfbewohnern geholfen haben. Jetzt musst du nur noch das Durcheinander hier und da beseitigen, falls du das noch nicht erledigt hast. In der Nähe des südlichen Stadtgrenze gibt es einen Abfallhaufen. Bitte mach alles sauber, bevor der Müll noch die Touristen verschreckt. Das war's, glaube ich. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Okay, erstmal der Inquisitor. Unser guter alter Freund, der Inquisitor. Aber, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja schnell bei dem Müller ein paar Weizen kaufen. Weizen geht mir nämlich immer aus für unsere Farm. Unsere Bierfarm.
Okay, mein guter alter Freund, der Inquisitor. Kannst du für mich jemanden freilassen? Sind wir denn schon so gute Freunde? Wie war die Audienz? Furchtbar. Von diesen dunklen Organen wollte er nichts wissen. Er sagte, das beweist gar nichts. Was für Narren. Während wir hier herumsitzen, wird der Fluch nur noch stärker. Bald schon wird es zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Ich weiß, dass wir beide nicht immer einer Meinung sind. Aber ich möchte dich untertänigst um deine Hilfe bitten. Im Namen der Familie, die ich verlor. Bitte sag mir, ob dir irgendwas einfällt, das als Beweis von Hexenwerk verwendet werden kann. Oder von Untoten oder anderen Kultistenzeug. Ich könnte Gary verraten? Na, das mache ich nicht. Kultistenscheibenschwänger? Na, ich brauche ja Schlange noch. Nicht, dass sie die Schlange wegnehmen, wenn ich die Mission nicht mehr habe. Na, von solchen Sachen habe ich keine Ahnung. Kann ich dich bitten, die Roma-Frau freizulassen? Jemanden freizulassen ist nicht mit meinen Grundsätzen vereinbar. Aber dieses eine Mal mache ich eine Ausnahme. Ihre Freunde machen draußen einfach zu viel Lärm. Perfekt. Okay, jetzt noch zu ihm. Perfekt, ich kann Silbernes kaufen. Dann gehen wir zu unserem guten Freund da und gucken, was er hat. Ja, heute komme ich aber voran mit den ganzen Missionen. Aber heute geht es wirklich gut voran. Nebenbei, warum gehe ich weiter? Ich muss ja nach oben. Der ist ja über meine Taverne. Oh, hier ist sogar noch was. Okay, was finden wir hier? Frau Anmut schwimmt im kristallklaren Wasser. Was für ein Anblick. Wagner beobachtet Frau Anmut aus dem nahegelegenen Gebüsch. Fast nackt kehrt sie zum Strand zurück. Wagner atmet tief durch und beginnt ein Gedicht zu schreiben. Okay, ich glaube, ich bekomme wirklich das Liebesgedicht durch den. Hier, deine Freundin ist frei. Ich habe mit dem Inquisitor geredet. Deine Freundin ist frei. Ich hatte also recht, er ist wirklich dein Freund. Also musst du hier ziemlich wichtig sein. Überreiche die Fischfilets. Der Trick ist es, ein Lagerfeuer zu benutzen, kein Ofen. Frische Luft ist wichtig. Und natürlich guter Fisch. Eigentlich kannst du sogar jede Art von Fisch benutzen. Aber wir wollen ja gutes Kebabs. Iss diese Kebabs und du wirst so stark wie ich, haha. Oh, Grillspieße, verschiedene Arten. Also erzähl mir von Esmeralda. Wo ist deine Schwester? Vermutlich weit, weit weg von hier. Sie haben sie vor vielen Jahren auf den Schiff der Toten gebracht. Also, aber sie hatte doch ein Kind, oder? Ja, eine Tochter. Einst war sie mir ein Segen, doch nun verspüre ich nur Schande. Also ist sie am Leben? Ja, sie lebt, aber sie hat ihren eigenen Leute verraten. Sogar die Erinnerung an ihre Mutter hat sie verraten. Was hat sie getan? Sie hat das letzte Geschenk ihrer Mutter verkauft, ihr Erbstück mit Füßen getreten. Und wofür? Für ihre Begierde, für ihre Dreistigkeit. In der Stadt kennt man sie als Frau Anmut. Wir haben ihren wahren Namen schon seit Jahren nicht mehr ausgesprochen. Was, Frau Anmut ist das Kind vom Leuch von Astrologen? Habe ich das jetzt richtig erkannt? Wenn ja, ist das wild. Das ist mal interessant. Reden wir nochmal mit Corny. Und dann muss ich unbedingt in meinen Keller gehen. Und gucken wegen den Flugblättern. Nein, das ist Tress. Stimmt, Corny war der Stein. Tress war Holz.
Wegen dem Dolch. Nora, hast du jemals darüber nachgedacht, ein Aroma-Baron zu werden? Nun, du hast bestimmt von diesem Dolch erfahren. Hast du auch versucht, ihn herauszuziehen? Nein, ich war zu spät. Du etwa? Ich habe es die halbe Nacht lang versucht. Ich wollte ihn einem dieser Aroma verkaufen, aber das hat nicht geklappt. Vielleicht weiß Tress etwas. Also doch zu seinem Bruder. Okay, mein Freund. Wegen dem Dolch. Tress, hast du zufällig im Wald eine uralte Waffe gefunden? Nö, tut mir leid, aber ich wasche gerade Pilze. Moment mal, wo hast du diese Pilze denn geschnitten? Mit einem Messer, aber das habe ich heute Morgen verloren. Aber zum Glück habe ich einen alten Dolch in einem Baumstumpf gefunden. Hier, du kannst dieses alte Stück Metallschrott haben, wenn du willst. Wie komisch, ich habe mich gerade mit einem zukünftigen Roma-Baron unterhalten. Okay, reden wir nochmal mit unserem Freund. Vielleicht will er ja den Dolch haben. Es findet doch bestimmt interessant. Nein, findet er nicht. Okay. Flüchtlingslager. 6,42. Okay, ich habe nicht ansatzweise genug. Bin zu früh gekommen. Sogar anscheinend viel zu früh. Okay, dann warte ich noch mal ganz kurz. Sollte ja... Genau, ich wollte nach Hause und gucken, ob ich das herstellen kann jetzt. Nicht nur das, ich will auch gucken, wie viel haben wir jetzt bekommen? 10. Ah, okay, ich kann aber immer wieder nehmen. Okay, wie viel hat er für uns? Erstmal 327. Ist eine gute Summe. Das hat auch perfekt gereicht. Jetzt muss ich gucken, wie du gesagt hast, wegen den Fläschchen. Ich glaube nämlich, du hattest recht. Ich habe die noch gar nicht benutzt. Ja, perfekt. Ich habe hier sogar noch normale. Ja, super. Ich stelle mir die alle noch schnell her. Damit ich auch mehr als genug habe. Weil heute ist ja sowieso der Astrologe wieder da. Das heißt, ich kann eine ganze Menge davon wieder kaufen. Oh, ich brauche mehr Papier. Ja, perfekt. Dann kann ich das mit der Taverne auch gleich machen. Ich muss nur dran denken, dass ich auch ein bisschen Glauben für die Taverne mitnehme, weil die brauche ich auch noch. Ich meine, ich stelle die Flugblätter ja sowieso gerne her, wegen erstens gibt blaue Punkte und zweitens ich kann damit den Ruhm von meinem Laden erhöhen. Und umso höher mein Ruhm ist, umso mehr bringen mir die Kisten, die ich sowieso